Wie ist das denn für dich, jetzt hier in die Heimat zu kommen mit einer Autorenlesung? Also ich komme sehr gern hier. Ich bin natürlich jetzt etwas aufgeregter als sonst, muss ich sagen. Ich bin immer aufgeregt, aber wenn dann hier so viele sitzen, die mich von früher kennen, sogar Lehrer von früher, dann denke ich, ja, historische Romane sind ja so dein Steckenpferd. Was mich interessiert, wie recherchiert man denn da? Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, Internet, Bibliotheken, man kann vor Ort sich alles angucken. Wie machst du das? Alles im Prinzip. Also ich bin so ein bisschen so ein Recherche-Junkie. Das ist so eins der Dinge, die ich ganz besonders liebe. Ich fahre immer zu den Orten, wo die Romane spielen. Und manchmal habe ich tatsächlich eine Idee, mir was ganz Besonderes auszudenken, wie zum Beispiel diese Ostpreußen-Romane. Und da haben wir diese Orte alle abgeklappert. Sehr zur Freude der Familie. Die sind nämlich tatsächlich mitgekommen. Da waren die Kinder noch kleiner und das hat mich sehr gewundert. Das fanden die aber auch ganz spannend. Und dann gehe ich in Archive, also jetzt in Russland weniger, aber halt in München ist natürlich die Bibliothekslandschaft auch irre. Also da gibt es alles in der Staatsbibliothek. Und das Internet hat natürlich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten geschaffen. Und ein Buch wurde auch aus deinen Recherchen in Baden-Baden. Und das wollen wir jetzt heute Abend hören. Nicht das ganze Buch, aber doch interessante Ausschnitte. Viel Spaß mit Heidi Rehm. Also wie Clemens Buch schon gesagt hat, ich entführe Sie jetzt an verschiedene Orte. Dieses Buch spielt teilweise vor dem Ersten Weltkrieg und teilweise im Ersten Weltkrieg. Es geht so ein bisschen um diese Veränderung und ich dachte mir, es bietet sich an, vor der Pause erleben wir den Sommer 1913 und ein bisschen den Sommer 1914 und dann machen wir eine Pause, da können Sie sich gedanklich auf andere Gefilde einstellen und dann geht es nachher auch so ein bisschen noch an den Rhein. Wobei ich gestehen muss, die Szene ist mir inhaltlich wichtig als die schöne Aussicht, aber die kennen Sie ja alle. Da können Sie dann einfach rausgucken und sich das dann vorstellen. Aber zuerst sind wir in Baden-Baden. August 1913. Wieder einer jener Sommer, in denen entweder alles möglich oder zu ewigem Stillstand verdammt war. Selma liebte dieses Gefühl banger Erwartung zu Beginn der vierwöchigen Sommerfrische. Gleich nach dem Frühstück begann sie, das Hotel Bellevue wieder in Besitz zu nehmen. Neugierig strich sie durch die wie ausgestorben daliegenden Korridore. Im ersten Stock begegnete ihr ein Zimmermädchen, das ihr noch vom letzten Aufenthalt her bekannt vorkam. Dagegen schien der Liftboy im zweiten Stock erst wenige Wochen in seiner goldbetressten Livree zu stecken. Ganz stolz wölbte er die schmale Jünglingsbrust noch heraus. Eine schwarz gekleidete, erschöpft wirkende Gouvernante kreuzte im dritten Stock ihren Weg. Offenbar hatte sie es gerade aufgegeben, ihren aufmüpfigen Schützlingen hinterher zu rennen. So nah unter dem Dach staute sich selbst um diese Stunde schon die Augusthitze, was einem bei kleinster Anstrengung den Schweiß auf die Stirn trieb. Über die Haupttreppe begab sich Selma nach unten. Die dicken Teppiche in den Fluren und über den Treppenstufen verschluckten ihre Schritte. Der Geruch nach reinigenden Seifen, schweren Parfums, dicken Zigarren und verschwenderischem Blumenschmuck, wie er in dieser Mischung nur Häusern wie dem Bellevue zu eigen war,
wehte durch das weite Treppenhaus. Für Selma verhieß es Heimkommen in eine Welt, die ihr seit frühester Kindheit vertraut war. Sobald sie beim Nachmittagstee im Gartenpavillon die übrigen Hotelgäste kennenlernen würde, konnte sie abschätzen, was sie in den nächsten 4 Wochen zu erwarten hatte. Wie jedes Jahr würde es sich das Hotelierspaar Sauer nicht nehmen lassen, aussichtsreiche Bekanntschaften zwischen den Gästen zu stiften. Gerade ein Fräulein im heiratsfähigen Alter wie Selma stand besonders hoch im Kurs. Versonnen lächelnd hob sie die linke Hand, betrachtete den Brillantring, den Gero ihr zur Verlobung an Neujahr geschenkt hatte. Schon jetzt freute sie sich auf den verdutzten Blick von Lilly Sauer, sobald sie ihn in der Sonne funkeln sah. Hoppla! Sie stolperte und stieß gegen etwas Weiches. Als sie aufsah, fand sie sich in den Armen eines erschreckend gut aussehenden, dunkelhaarigen Mannes. Seine nahezu schwarzen Augen funkelten vergnügt. Die schön geschwungenen Lippen unter dem dünnen Oberlippenbart waren zu einem amüsierten Lächeln gespitzt. Excusez-moi, mademoiselle. Seine dunkle Stimme in dem wundervoll harmonischen Französisch traf sie ins Mark. Zu ihrem Bedauern ließ er sie viel zu schnell wieder los und verabschiedete sich mit einem knappen Nicken. Hastig strich sie die weichfallende Seide ihrer cremefarbenen Tunika glatt, prüfte den Sitz der Frisur und schritt quer durch die Eingangshalle zum Gartensalon. Sie haben jetzt die Hauptfigur Selma kennengelernt, die, wie gesagt, zur Sommerfrische in Baden-Baden weilt mit ihrer ganzen Familie. Und im ersten Kapitel lernen Sie jetzt auch erstmal die ganze Familie kennen, dass Sie so einen Überblick haben. Selma ist die Tochter aus einem großbürgerlichen Haus. Die Familie stammt ursprünglich aus Bonn im Rheinland, lebt aber in Berlin, weil der Vater Reichstagsabgeordneter ist. Eine leichte Brise bauschte die Gazegardinen vor den offenen Fenstern zu hauchzarten Säulen. Einen Atemzug später flatterten sie im auffrischenden Wind weißen Fahnen gleich ins Innere des Salons. Auf ihren durchscheinenden Schleppen strömte der verheißungsvolle Geruch nach Sommer und Aufbruch herein, ging mit den süßen Damenparfums und der staubigen Teppichluft ein atemberaubendes Gemisch ein. Langsam ließ Selma die Zeitschrift sinken, lehnte den Kopf in den Nacken und hing einem verführerischen Gedanken nach. Der einschläfernde Rausch des endlosen Augustvormittags umfing sie. Auf seinen Schwingen entfloh sie dem Damensalon des Bellevues in eine nüchtern modern eingerichtete Junggesellenwohnung am Sabiniplatz in Charlottenburg. Geros Stimme drang so echt an ihr Ohr, als säße er neben ihr auf dem Sofa. Ebenso wirklich fühlte sie die Haut seiner glattrasierten Wangen auf den ihren. Nämliches Räuspern schreckte sie auf. Das wurde soeben für sie abgegeben. Als sie das Antlitz hob, erspähte sie dicht vor ihrer Nase ein Serviertablett. Es dauerte eine Weile, bis sie gewahr wurde, was ihr auf der im Sonnenlicht funkelnden Silberplatte präsentiert wurde. Eine langstielige rote Rose und ein Kuvert aus dickem, handgeschöpftem Büttenpapier. Auf Anhieb erkannte sie Geros Handschrift. Röte huschte über ihre Wangen. Voller Unbehagen spürte sie Metas und Mutter Heddas Blicke, die jede ihrer Bewegungen aufmerksam verfolgten. Selma ahnte, was Gero ihr schrieb. Schließlich war das nicht der erste Brief, der sie nach ihrem verzehrenden Abschied voneinander letzte Woche erreichte. Geziert griff sie nach der Rose, streichelte mit den zart duftenden Blüten ihre Lippen, bevor sie den Brief in die Hand nahm. In einer lässigen Drehung legte sie ihn betont achtlos auf den Beistelltisch, bettete die Rose oben auf. Einstimmig seufzten Mutter und Großmutter. Als der Ober mit dem Tablett in der Hand vor ihr verharrte, fragte sie leicht gereizt, sonst noch was? In der Auffahrt wartet ein, setzte er an, um sofort wieder mit hochgezogener Augenbraue innezuhalten. Krischer stürzte in den Salon, riss sich noch im Laufen den flachen Strohhut vom Kopf und rief ausgelassen, Schwesterherz, du glaubst nicht, was vor dem Eingang vorgefahren ist. Wie viele Versuche habe ich? Huldvoll erhob sich Selma von dem roten Samtsofa, schlenderte dem Bruder entgegen. Die nächste Zeit unternimmt Selma wie
schon erwähnt, mehrere Ausflüge mit dem Wagen. Zuerst ist ihr Bruder dabei, aber dann muss der Bruder nach Döberitz verschwinden, um seinen Dienst in der Armee anzutreten. Damals war es so, dass Angehörige der höheren Schicht sozusagen sich so eigentlich freikaufen konnten vom Militärdienst, was sie oft gemacht haben. Aber Krischer, wie gesagt, will in die neu gegründete Fliegertruppe eintreten. Und deshalb verschwindet er relativ bald in diesem Sommer. Aber kurz vorher haben er und Selma zusammen noch Konstanze kennengelernt. Konstanze ist ebenfalls eine junge Frau. Sie ist aufgewachsen in Metz, das damals noch zum Deutschen Kaiserreich gehört, Metz in Lothringen. Sie hat eine französische Mutter und einen deutschen Vater. Und sie steht kurz davor, in Berlin ihr Studium zu beginnen. Konstanze will Ingenieurin werden. Es ist damals noch nicht sehr üblich gewesen. Es gab seit 1905 die Möglichkeit für Frauen an der Technischen Hochschule in Berlin zu studieren. Und die Figur Konstanze ist also eine der wenigen oder eine der ersten, die das tun wird. Wie gesagt, wir sind noch im Sommer 1913. Die beiden Frauen freunden sich an. Sie sind relativ begeistert voneinander, weil die eine das hat, was die andere nicht hat. Selma ist diese lebenslustige, großbürgerliche Tochter und Konstanze ist die Frau, die schon weiß, was sie im Leben will. Der Tag war wie geschaffen für einen Ausflug. Selma legte den Kopf in den Nacken und genoss die Augustsonne auf dem Gesicht. Gleich hatte sie Hedders Stimme im Ohr, die sie vor hässlichen Sommersprossen warnte. Aber zum Glück saß die Mutter gut 200 Kilometer entfernt im Garten des Bellevue und hatte nicht die leiseste Ahnung, was Selma in Belfort trieb. Genüsslich räkelte sie sich in dem weit ausladenden Rattansessel. Gero würde von den Sommersprossen entzückt sein. Das Aufblühen jeder einzelnen würde er mit einem Kuss belohnen. Sie spitzte den Mund und meinte, seine Lippen auf den ihren zu schmecken. »Wir sollten uns unbedingt die Festung und das Breisacher Tor ansehen«, erklärte Konstanze mitten in ihre Träumerei hinein. »Beide Bauwerke hat Vauban Ende des 17. Jahrhunderts im Auftrag Ludwigs des 14. gebaut.« Auch die Kirche St. Christoph ist sehenswert. Was wir uns vor allem ansehen müssen, das ist der berühmte Löwe. Selma setzte sich auf. Den Löwen? Konstanze sah fragend von ihrem Reiseführer auf. Welchen Löwen meinst du? Kennst du etwa den berühmten Löwen von Belfort nicht? Fehlt am Ende ausgerechnet er in deinem schlauen Reiseführer? Es kommt davon, wenn man die Welt nur aus der Theorie kennt. Sie beugte sich vor, wollte nach dem dunkelgrünen Buch greifen, doch Konstanze war schneller. Ach, du meinst das große Tier dort oben auf dem Felssporn, das sie jeden Abend an die Leine legen und zum Pinkeln an die Savoureuse hinunterführen? Was? Aber das ist doch ein gemauertes Reingefallen. Natürlich weiß ich über den berühmten Löwen von Belfort Bescheid. Meine Heimatstadt Metz liegt nahe in Frankreich. Die Familie meiner Mutter kommt von dort. Was willst du also über das steinerne Tier hören? Einen kurzen Vortrag über seine Errichtung nach dem Krieg von 70-71? Oder lieber etwas darüber, wie die Stadt Belfort den preußischen Truppen 103 Tage lang heroisch standgehalten hat? Das reicht, winkte Selma ab. Lass uns lieber das Raubtier aus nächster Nähe erobern. Vielleicht haben die einen oder anderen von Ihnen das schon mal gehört, Steckrübenwinter 1917, da gab es wirklich nur noch Rüben. Deutschland hatte ja das Problem, dass recht bald die Seeblockade von England, von Frankreich durchgesetzt wurde und praktisch keine Waren von außen mehr nach Deutschland kamen. Und natürlich auch die Verbündeten, gerade Österreich, das Problem hatten, dass ihre sogenannte Kornkammer in der heutigen Ukraine, in Galizien recht schnell eben Frontabschnitte wurden und eben auch wegfielen und die Versorgungslage wurde natürlich immer enger und der Krieg dauerte ja auch. Also man dachte ja, bis Weihnachten sind wir zu Hause, jetzt sind wir Januar 1917, da redet keiner mehr davon, bis Weihnachten sind wir zu Hause. Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Stimmung, weil die nächste Szene ist nämlich so. Dafür spielt sie aber am Rhein und zwar in Bonn-Bad Godesberg im Hotel Dresen. Dieses Rheinhotel Dresen, das gibt es heute noch. Ich habe auch die Ehre, am Sonntag dort eine Lesung zu haben, mitten im Romangeschehen, sagt man so schön. Das habe ich mir ausgeguckt, weil, wie gesagt, der Hintergrund der Figur ja ist, dass Vater Josef Zentrumsabgeordneter in Berlin ist. Eigentlich ist er Zeitungsverleger in Bonn. Die Bonner Neuesten Nachrichten, das habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt, ist so ein Konglomerat aus der Kölner Zeitung, den Bonner Generalanzeiger, Münchner Neueste Nachrichten, so in der Richtung können Sie sich das vorstellen.
Zentrumsabgeordneter natürlich, weil er katholisch ist, aus dem Rheinland kommt, aber er hat auch so ein bisschen seine Probleme mit dem, was die Politik von ihm als Abgeordneten verlangt und ist nicht so ganz glücklich, aber er feiert seinen 60. Geburtstag, übrigens einen Tag nach Kaiser Wilhelm, und er feiert den in Bonn-Bad Godesberg im Rheinhotel Dresden. Längst war das elektrische Licht im Festsaal eingeschaltet. Ein unverhoffter Luxus angesichts der sonst herrschenden Einschränkungen. Vor dem dunklen, trägen Band des Rheins und den schattigen Hügeln des Siebengebirges verwandelten sich die Glasscheiben der Fenster in bodentiefe Spiegel. Im Näherkommen betrachtete Selma Gero. Er trug zivil. In dem Smoking, den er sich im Frühjahr 14 auf den Leib hatte schneidern lassen, wirkte er verloren. Seither hatte er wertvolle Pfunde verloren. Selbst der Kragen war ihm zwei Finger breit zu weit. Die Wangen waren eingefallen, die weichen, hellen Lippen blutleer und das blonde Haar wirkte trotz Brillantine stumpf. Ihre Augen trafen sich. Sein Blick schien erloschen wie der Draht einer Glühbirne, der man den Strom abgedreht hatte. Dabei hatte er einmal vor Energie und Tatendrang nur so geglüht. Kurz flackerte die Erinnerung an jenen letzten Sommer in Baden-Baden in ihr auf. Was war in den wenigen Jahren seither mit ihm geschehen? Natürlich war es kein lustiges Abenteuer, als Soldat an der Westfront zu stehen. In seinem zweitägigen Fronturlaub im letzten Herbst hatte er so manches angedeutet. Aber Grausamkeiten hatte er zuvor auch schon an der Ostfront erlebt. Derart erschüttert wie in diesem Januar war er allerdings noch nie gewesen. Er musste inzwischen Unfassbares erlebt haben. Lass uns tanzen, wisperte sie ihm ins Ohr. Ihre Finger umschlossen seine Hand, als fürchtete sie, er würde sich doch noch losreißen. Zielstrebig steuerte sie die hintere Ecke des Saales an, in der das Grammophon auf seinen Einsatz wartete. Ein Diener im schwarzen Frack nahm ihren Musikwunsch entgegen. Eigentlich lag ihr der Tango schon auf der Zunge, dann aber entschied sie sich für einen Walzer aus der Tschardas-Fürstin. Erinnerst du dich an deinen letzten Fronturlaub? Sie zwinkerte Gero zu. Wie haben wir die Aufführung im Theater am Schiffbauerdamm genossen? Die ganze Nacht hast du die Melodien nachgepfiffen und wir haben im Salon getanzt, bis uns die Füße schmerzten. Entschlossen umfasste sie seine Taille, hob den Arm und wollte den ersten Walzerschritt setzen. Da ließ sie ein munterer Ausruf herumfahren. Mama, Papa, Schwesterlein! Krischer stürmte den Salon, warf einem Diener achtlos seine Flügermütze zu, drückte einem zweiten den schwarzen Uniformmantel in die Hand. Die Arme weit ausgebreitet lief er zu der am Tisch sitzenden Hedda und fiel ihr um den Hals, wandte sich dann an den Vater und gratulierte ihm mit Handschlag und einer tiefen Verbeugung. Im Aufrichten verzierte er Selma. Fröhlich drückte er sie ebenfalls an seine Brust. Du bist ja eiskalt, mein Kleiner. Obwohl er schon 4 Jahre lang Flieger war, erst als Aufklärer, dann als Jagdflieger, seit einigen Monaten sogar in der heldenhaften Jagdstaffel, hatte er seine jungenhafte Schlachsigkeit behalten. Es rührte sie, in ihm immer noch den 3 Jahre Jüngeren zu erkennen, der ihr als großer Schwester blindlings bei allen Schandtaten ergeben war. Einzig die Erfrierungsnarben im Gesicht zeugten davon, wie weit die Zeiten kindlicher Unschuld auch für ihn zurücklagen. Deiner Nase wird man wohl auf ewig ansehen, welch unwirtlichen Bedingungen sie oben in der Luft ausgesetzt ist. Dabei war der Winter dieses Jahr richtig mild. Anfang des Jahres haben an der Bergstraße schon die Mandelbäume geblüht. Ich hatte Hoffnung, die alten Narben würden darüber verblassen. Seit einigen Tagen aber sieht es danach aus, als wollte dieser Januar hier im Westen ähnlich arktisch werden wie 15 an der Ostfront. Was meinst du dazu, lieber Schwager? Zustimmung heischend klopfte er Gero auf die Schulter. Der drehte sich ostentativ ab, um ein silbernes Etui aus der Seitentasche zu ziehen und sich eine Zigarette zwischen die Lippen zu stecken. Den ersten Zug übertrieben in die Länge ziehend, betrachtete Gero Krischer. Trotz der Leutnantsabzeichen an seinen Schulterstücken wirkte Krischer gegen ihn immer noch wie der einfältige kleine Abiturient, genau wie im Sommer 14. Hast du noch eine? Wortlos reichte Gero ihm das Etui und ging zum Fenster zurück. Die linke Hand locker in der Hosentasche, zwischen den Fingern der rechten die Zigarette, stellte er sich wieder ebenso breitbeinig vor die Scheiben wie vorhin. Als gäbe es nichts Wichtigeres als die Betrachtung des dunkelschimmernden Rheins, verharrte er schweigend. Selma fragte sich, was er dort draußen im Dunkeln eigentlich sah.
Schiffe fuhren nur noch wenige. Seit der Blockade gab es kaum noch Warentransporte. Außerdem behinderte das zunehmende Treibeis den letzten Rest des Schiffsverkehrs. Würde Gero nicht gelegentlich den Arm heben, um an der Zigarette zu ziehen, konnte man denken, er wäre ebenfalls zu Eis erstarrt. Wie schön, dass du es doch noch hierher geschafft hast, mein Sohn. Josef kam zu den Geschwistern und legte ihnen die Hände auf die Schultern. Der 60. Geburtstag meines alten Herrn hat meinen Hauptmann davon überzeugt, mir 2 Tage Sonderurlaub zu gewähren. Nachdem Richthofen vor 10 Tagen der Pour le Mérite ans Revers geheftet wurde, sind wir Flieger sowieso in Feierlaune. Was sagt ihr zu dem tollkühnen Burschen, ein wahrer Teufelskerl? Unseren roten Baron neiden uns alle. Nach Immelmanns und Wölkes Tod war die Stimmung unter uns Fliegern am Boden. Aber Richthofen hat uns wieder aufgebaut. Dank ihm wissen wir wieder, was wir drauf haben. So ein Luftkampf ist eben doch etwas anderes als das erbärmliche Scharmützel unten am Boden. Wenn die Franzosen und Engländer unsere bunt gestrichenen Maschinen am Himmel entdecken, dann wissen sie, was die Stunde geschlagen hat. Wir holen uns einen Sieg nach dem anderen. Ihr kennt ja die langen Listen unserer Erfolge. Täglich werden es mehr. Unter uns ist ein regelrechter Wettkampf ausgebrochen. Jeder will ganz oben auf der Liste mit den meisten Abschüssen rangieren. Richthofen hat die Latte ziemlich hoch gelegt. Semmer bemerkte den triumphierenden Blick, den er zu Gero hinüberwarf. Gero indes stand weiter reglos da, als ginge ihn das alles nichts an. Ich bewundere deinen Mut, mein Sohn. Anerkennend klopfte Josef Krischer auf die Schulter. Der ernste Ausdruck in seinen Augen kündete von der Sorge, die ihn trotz allem quälte. Werd nicht zu übermütig. Du weißt, wir Menschen sind eigentlich nicht fürs Fliegen geschaffen. Sonst hätte uns der Herrgott von Anfang an Flügel geschenkt. Hat er das nicht? Krischer grinste. Wie gut, dass du hier am Rhein feierst, Papa. Berlin wäre für mich kaum zu schaffen gewesen. Ein Jammer ist nur, dass ich die Gäste verpasst habe. Beim Essen ist dir nichts entgangen, mein Junge, ließ sich Hedda vom Tisch vernehmen. Rüben über Rüben, mal rot, mal weiß, mal als Pudding, mal gekocht. Die Gäste sind wohl leidlich satt geworden. Genuss ist aber was anderes. Dieses einfallslose Einerlei kennst du sicher aus deiner Feldküche. Es war ein wunderbares Menü, widersprach Selma. Bestimmt gibt es noch einige Kostproben. Ich lasse dir etwas bringen. Sie wollte Richtung Küche verschwinden. Krischer aber hielt sie fest. Später, Schwesterherz. Wolltest du eben nicht gerade mit deinem Gatten tanzen? Da er am Fenster so versunken ist, hat er wahrscheinlich nichts dagegen, wenn ich dich ein wenig übers Parkett wirble. Er gab dem Diener ein Zeichen, das Grammophon in Bewegung zu setzen. Verbeugte sich erst vor dem Vater, dann vor Selma. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich, sang er leise in das Knistern und Rauschen der Platte hinein. Die Stimmen der Klänge, der Sänger klangen verzerrt, das Orchester leierte etwas. Dennoch genoss es Selma, sich den schwungvollen Bewegungen hinzugeben und für eine Weile der Tristesse des Winterabends zu entfliehen. In großzügigen Schritten führte Krischer sie um die Tafel herum. Auf einmal zerstörte Gero mit einem erschreckend lauten Genug die Stimmung. Jäh hielten sie inne. Wie könnt ihr das nur aushalten? Falls ihr es vergessen habt, wir befinden uns mitten im Krieg. Schuldbewusst, als hätte er sie bei einem verbotenen Spiel ertappt, sahen sie ihn an. Ihr habt nie gehört, wie es unablässig schießt, wenn man in den Gräben liegt, Tag und Nacht, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Man meint, es würde nie mehr aufhören. Dazwischen schieben sich die Schreie, entsetzliche Schreie von Männern, die getroffen wurden. Manchmal in der Ferne, aber meist in ganz unerträglicher Nähe. Gelegentlich so nah vor einem, dass man nur die Hand ausstrecken muss, um den Sterbenden zu berühren. Den Graben aber darf man nicht verlassen. Nicht mal, um dem sterbenden Kameraden zu helfen. So beginnt man zu beten, dass es endlich aufhört. Dass endlich Todes und Ruhe gibt. Um Atem ringend hielt er inne, das Antlitz zu Boden gerichtet. Nach einer Pause fuhr er fort. Das ewige Artilleriefeuer ist aber nur eine wahre Erlösung gegen das Gas, das sie einsetzen. Wenn du Glück hast, kannst du dem Feuer durch Wegducken entgehen. Du hörst ja, aus welcher Richtung es kommt. Dem Gas aber entgehst du nicht. Lautlos strömt es von allen Seiten zu dir. Wenn der Wind schlecht steht, manchmal sogar aus den eigenen Reihen. Du spürst keinen Schmerz, dir klafft keine Wunde. Dennoch gehst du elend zugrunde. Ganz langsam, ganz leise. Ein schleichender Tod, der dich in den Wahnsinn treibt. Das, mein Lieber! Jäh richtete er sich auf,
streckte den rechten Zeigefinger anklagend auf Krischer. Das ist wohl das erbärmliche Scharmützel unten auf der Erde, um der heldenhaften Flieger oben in der Luft auf so ruhmreiche Weise zu entgehen meint. Glaub nur nicht, deshalb wäre euer Luftkampf eine bessere, saubere und tapferere Form, Krieg zu führen. Krieg ist Krieg. Keiner kann ihn gewinnen. Weder der mit den meisten Abschüssen auf der Liste, noch der mit dem schnellsten Gewehr. Am Ende wird es nur Verlierer geben. Ich fasse es nicht. Ausgerechnet, du wirst doch wohl nicht, hob Krischer empört an, um von Gero sofort unterbrochen zu werden. Doch, ich werde, mein lieber Schwager, und hör genau zu, denn ich sage es nur einmal, hier und jetzt im Januar 17. Ausgerechnet ich, als stolzer ostpreußischer Offizier, stelle den ganz großen Krieg in Frage. Irgendwann, in ferner Zukunft, mag es zwar zu einem Sieg auf dem Papier und damit hoffentlich auch zum offiziellen Frieden an den Fronten kommen. Doch einen strahlenden Sieger wird es nicht geben. Letztlich werden wir alle verloren haben auf beiden Seiten der Front. Das darfst du mir schon jetzt glauben. Ich kann dir nur verraten, der Krieg ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter und die anfänglich sehr unbeschwerte Stimmung ist leider gekippt und Sie müssen dann selber lesen, was aus Robert geworden ist auf der französischen Seite und was aus Gero und aus Krischer wird, der eine oben in der Luft, der andere unten am Boden und dazwischen die Frauen, die auch einen Weg suchen aus dem, was da passiert. Ja, und dass es nicht so ganz gut ausgegangen ist, das wissen wir ja schon.